Der Scheißer, genau einer steht da im Weg, ne? Gut. Dritter. Wir stehen auf dem Treppchen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Horizon 5. In der 12. Folge. Ja, wir kürzen ein bisschen ab, sag ich mal. Ja, so sparen wir mal gut die Hälfte. Ja. Fahrten gibt es natürlich bessere Autos, ne? An so ein Formel-1-Auto, wenn man so ein Achtganggetriebe hat. Finde ich eigentlich ganz nice. Du hast dein Ziel erreicht. So, dann machen wir mal hier die Story. Nicht schlecht. Ich will bei meinen alten Compadres einen guten Eindruck machen. Was wäre da besser, als auf dem Heimweg einen Horizon Superstar abzuhängen? Oh doch, das ist es schon. Aber nett heißt nicht einfach. Wer zuerst in der Basilika ist? Oh ja. Vamos, ab dafür! Also, hier gibt's eine Straßenszene, oder wie? Vielleicht. Ich war ein Knirps, als ich mit Mami und meinen Tios fahren gelernt habe. Ich kam nicht mal an die Pedale ran. Okay, mit der Supra. Alter, so ein fetter Flügel da drauf aber ist schon. Man sagt, der gefürchtetste Street Racer von ganz Mexiko kommt aus Guanajuato. Ja? Sagt man das? Pues sí. Es heißt, er hat noch nie ein Rennen verloren. Vielleicht tritt er ja mal bei Horizon an. Hat dieser gefürchtete Street Racer einen Namen? Oh, viele Namen. Man nennt ihn El Jefe, El Perron, El Guapo, El Valiente. Vielleicht triffst du ihn eines Tages, aber dazu musst du erst mal mich schlagen. Ich find's auch belastend, dass er die ganze Zeit schneller ist als wir, ne? Nähern uns Guanajuato! Warte, bis du die Stadt in der Nacht siehst. Ja, der Spoiler bringt da auch nicht so viel. Bienvenido a Guanajuato, Heimat der Familie Miron, beste Stadt in Mexiko. Der Name bedeutet Froschhügel. Oh, klingt nicht sehr nach Street Racing. Dann hast du doch nicht ge... Jo, wie er. Ja, der hat doch eine Viper und wir haben hier nur so eine... So eine Windsuper, sehen wir, wie ein Frosch richtig Gas gibt, Superstar. Seit wann ist hier ein Café? Los, abbiegen! Sorry, Leute! Schon okay, die Tunnel wurden als Schutz vor Überschwemmungen gebaut. Aber sie sind perfekt für El Jefe und die Straßenszene der Stadt. Oh, und pass auf den Verkehr auf. Die Straßen sind recht belebt. Also, wir dürfen die nicht vorbeilassen, sonst ist er weg. Also sorry, aber du kommst nicht vorbei. Aber die Rennfahrer finden, das macht den Spaß erst aus.
Hab ich gehört. Schon okay, die Tunnel wurden als Schutz vor Überschwemmungen gebaut. Aber sie sind perfekt für El Jefe und die Straßenszene der Stadt. Verteidigst, dann sollte das schon. Hey, Digga, meiner lenkt nicht und seiner ja, oder was? Jetzt verpiss dich mal. Hast das fast geschafft? Ey, ich muss wieder vor. Ich muss vor ihm bleiben, sonst wird das hier nichts. Ich fahre das nicht nochmal. Warum setzt er sich überhaupt neben mich? Wo denn? Oh no, Alter. Ja, hier bei dieser Scheiße. Die Basilika ist gleich um die Ecke. Könnte El Jefe uns jetzt sehen? Mein Gott, wie soll ich diese Kurve hier fahren, damit das klappt? Ich muss hier direkt nach außen ziehen, auch. Oh, glaub mir, das kann er. Jetzt fahr über die Ziellinie. Wahrscheinlich ist er El Jefe. Du hast es fast geschafft. Die Basilika ist gleich um die Ecke. Ach, geht doch. Basilica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Racer, komm her, um sich ihren Segen zu erbitten. Weißt du, eventuell könnte ich El Jefe kontaktieren. Er soll ziemlich wählerisch sein. Aber wenn er denkt, du bist gut genug für die Straßenszene, besteht eventuell die Chance. Ich weiß, dass du es bist. Está bueno pues. Dann bist du dabei. Los, wir treffen meine Compadres. Nice. Danke. Darf ich vielleicht erstmal meine Kamera anmachen? Tja, du kennst jetzt mein dunkles Geheimnis, also kann ich dir noch was zeigen. Folge mir! Wo wollen wir jetzt hin? Raus aus der Stadt, zu unserem Renntreffpunkt. Weiß deine Familie von El Jefe? Soll das ein Witz sein? Mein Vater würde ausrasten und mein Onkel Carlos würde mich vor jedem Familienessen zu einem Rennen herausfordern. Tja, du kannst die Straßenszene nicht mehr geheim halten. Du musst diesen Fahrern zeigen, wie die Sache läuft. Sie waren noch nie bei einem Festival. Sie lernen bestimmt schnell. Lektion Nummer uno. Gib den Leuten, was sie wollen. Und was wollen die Leute? Jemand, der gern die Auslegung der Regel strapaziert. Und wir haben Gesellschaft. Darf ich vorstellen? Meine Compadres. Am Anfang waren wir bloß ein paar Kisten, die in alten Mochos rumgeheizt sind. Seither sind die Fahrer, die Motoren, die Partys, alle etwas gewachsen. Ja, ne? Übrigens, sorry wegen der Heimlichtuerei. Es war nett, meine Heimat mal als ich selbst zu besuchen. War lustig. Dass du mir deine Stadt gezeigt hast, Rami. Neue Probleme. Willkommen bei der Horizon Straßenszene. Nice. Jetzt kommen da wieder tausend Sachen hin, Alter, Junge. Wir kriegen einen Nissan Skyline von 1993. Straßenszene. Ist offiziell und startbereit. Sieh nur. Ich habe in ganz Mexiko Straßenrennen organisiert.
keinen Druck, aber viele Leute wollen sich mit dir messen. Jo, alles klar. Naja, dann fangen wir doch direkt mal an. Können wir mal wieder den hier nehmen jetzt erstmal. Wo sind wir jetzt? 2-3. Naja. Wir brauchen 2-7. Nochmal 100.000 fürs Tuning oder so. So, würde ich sagen, ab dafür. Horizon Calahera. Diese vom Außenposten der Horizon-Straßenszene ausgehende Route wurde als ultimatives Straßenszenen-Rennerlebnis konzipiert, mit sowohl Hochgeschwindigkeitsgeraden als auch kniffligen Kurven zum Überholen. 6 Kilometer ist nicht viel. Wir müssen schnell nach vorne, sonst werden wir nicht ganz so viel drehen können, muss ich sagen. So. Den Chiron schon mal neben uns? Nee, Divo. Oh, ein paar neue dabei. Haben wir den Bugatti schon mal gehabt? Weiß ich nicht. Gut, haben wir wieder ein paar neue. Perfekt. Noch. Wenn uns die Autos das nicht versauen, natürlich. Der ewige Fluch des Vierten. So, ganz kurz. Ersten beiden da. War noch einer dabei. Komm, jetzt ist doch mal was Besseres drin hier. Gib mir den doch. Platz 3 wird's wohl. Die da wieder wegziehen, ne? Ja. Gut, aber Platz 3 ist okay. Der Scheißer, genau einer steht da im Weg, ne? Gut. Dritter. Wir stehen auf dem Treppchen. Ah, schön. Schön. So, ja, wunderbar. Wunderbar. Stufenaufstieg. Da sind wieder ein paar gelbe Sachen dabei, ne? Und ich krieg die gelbe Hupe, Alter. Leck mich doch am Arsch. Hey Fabio, magst du Battle Royale? Das ist der Eliminator. Ein episches Event, bei dem jeder gegen jeden antritt und am Ende nur ein Gewinner übrig bleibt. Du kannst dich noch anmelden. Das ist dieses Online-Ding. Habe ich kein Interesse erstmal. Können wir gerne wann anders machen.
Haben wir doch noch eine davon. Rase durch die Lavafelder von San Juan, vorbei an der lebendigen Wüste und über den Damm von Sierra Verde. Die Ziellinie erwartet dich am Aerodromo en la Selva. Okay. Eis. Auf geht's. Die Post. Jetzt haben wir einen ganz guten Start mit dem hinbekommen. Echt, da fährt ein Bugatti mit, so ein älterer? Wie ein Foto von Wandbild von Star 27, aber was weiß ich denn? So, komm! Ne? Alter, wir haben jetzt hier eine Chance auf den Sieg, echt. Und weg bin ich. Zu spät, aber da war eine Bodenwelle, deswegen konnte ich da nicht bremsen. Und man sieht aber auch verdammt nochmal nichts, ne? Jo! Alter! Jetzt nimmt er uns den Sieg wieder weg, ne? Boah. Junge, was ist das für eine Strecke schon wieder? Ja gut, zweiter. Was soll's.
Ich wäre gerne noch Erster geworden jetzt, aber den werde ich wohl nicht mehr kriegen. Wenn er noch gegen eine KI fährt, wäre das schön, aber... Ne. Aber gut, Zweiter. Und das sogar mit Abstand. Jetzt langsam wird's doch. Weil der da, warum der da auf einmal absolut davon gezischt ist, keine Ahnung. Wenn ich den da hätte hinter mir halten können, wäre jetzt wahrscheinlich noch was geworden, aber... Was hatte der denn da? Ein Wuhl 05RR oder was? Keine Ahnung, was das ist. Ja, keine Ahnung. So. Aber das war's für die Folge, Freunde. In der nächsten Folge sind wir weiter. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.